So, welcome, Mrs. Lisha Brooks from the SPCA. Herzlich willkommen, Lisha Brooks vom Southern Poverty Law Center aus Montgomery, Alabama. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie waren als internationale Referentin aus den USA an unserer Konferenz zu Rechtsextremismus und Demokratieförderung in Wismar beteiligt. Wir hatten eine spannende Tagung mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Das Southern Poverty Law Center steht seit 1971 als herausragender Name für eine Organisation, die sich für Menschenrechte, demokratische Kultur und Emanzipation des Menschen in den Vereinigten Staaten, ungeachtet dessen Hautfarbe, ethnischer Herkunft oder Geschlecht, einsetzt. Worin liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte und weshalb ist dies heute eigentlich noch wichtig? Ganz naiv könnte man meinen, dass doch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung schon lange zurückliegt. Vieles wurde erreicht. Zunächst einmal besten Dank für die Einladung nach Deutschland. Gerade heute, wo Leute wie Trump Erfolge feiern, ist die kritische Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus wichtiger denn je. Wir wissen, dass es sich um ein globales Phänomen handelt, weshalb wir uns auch international vernetzen müssen. Das SPLC ist in der Spätphase der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gegründet worden. Heute wissen wir, dass nicht nur Afroamerikaner für ihre Rechte kämpfen müssen, sondern dieses Ringen um Rechtsstaatlichkeit und die Anwendung von Menschenrechten und Gesetzen zum Persönlichkeitsschutz viele betrifft. Und mit diesem Aspekt verbindet sich auch unsere Hauptaufgaben, Bürgerrechte voranzubringen. Es ist wichtig, die Aktivitäten von Hassgruppen und Extremisten in den Staaten zu untersuchen, öffentlich aufzuzeigen und der Kritik auszusetzen. Weiterhin stellen wir für US-Schulen pädagogische Materialien für vorurteilsbewusste Bildung und zur Antidiskriminierungsarbeit zur Verfügung. Die Demokratie befindet sich in der Krise. Rechtspopulisten und Extremisten beschädigen mit ihrem Hass, ihrer Intoleranz sowie mit der Abwertung von Minderheiten demokratische Institutionen. Sie greifen ferner Menschen an, die sich innerhalb dieser Organisation engagieren. Hassreden, Einschüchterungen und Gewaltaufrufe gehören seit langem zum Standardrepertoire der extremen Rechten. Auch in sozialen Netzwerken sind Missgunst, Irrationalität und Hass an der Tagesordnung. Inwiefern können wir dieser Entwicklung entgegenwirken? Nun, die Konferenz der RAA und ihrer Partner ist ja ein wichtiges Instrument, um demokratische Kultur und Respekt zu fördern. Multiplikatoren müssen aktiviert werden, um empathische Umgangsformen im Alltag zu etablieren. Es darf nicht sein, dass Rassismus oder die Unterdrückung von Minderheiten wieder salonfähig werden. Diese Entwicklung muss kritisch begleitet und öffentlich klargestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wo Hass und Ausgrenzung stattfinden. Wir müssen etwas dagegen tun, in den Städten, im ländlichen Raum. Wir dürfen nicht gleichgültig gegenüber Hass und Gewalt werden. Gerade im Alltag kann jeder jeden daran erinnern, dass mit demokratischen Werten auch eine Verantwortung einhergeht, diskriminierenden Reden zu widersprechen, ganz gleich aus welchem Munde diese kommen. Ja. Definitely right. Ich bin offen gestanden oft überrascht darüber, dass die oft tumben Parolen der Rechtspopulisten scheinbar bei vielen Leuten verfangen. Gerade wenn wir das Netz 2.0 in den Blick nehmen. Niemals zuvor war es für die Bürgerinnen und Bürger so rasch möglich gewesen, an gut recherchierte Informationen über was immer auch für einen Sachverhalt zu gelangen. Multiperspektivisch können wir uns so gut wie jedem, freilich auch politischen, Problem, Parteiprogrammen oder Entwicklungen nähern. Mancher spricht angesichts dieser paradoxen Tatsache in diesem Zusammenhang schon von einer digitalen Gegenreaktion, ja, gar einem Rückschlag für die Demokratisierung des Wissens. In der postfaktischen Gesellschaft scheinen Plausibilität und Überprüfbarkeit von Inhalten und Wissen nicht mehr maßgeblich zu sein. Das Bauchgefühl, kaum hinterfragte Vorurteile oder bloße Gerüchte gewinnen das tägliche Ringen um die Deutungshoheit in der Informationsflut des Alltags. Diese Entwicklung ist für die Demokratie, wie wir sie kennen, äußerst gefährlich. Was also tun, um die Menschen aus dem Echoraum ihrer missgesteuerten Filterblase herauszuholen? Das Phänomen der Missinformation zur Ausgrenzung anderer ist keineswegs neu. Durch das Internet wird diese Entwicklung lediglich potenziert. Als wir unser Wissen noch aus Büchern erwarben, gab es auch Verschwörungstheorien, zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion. Es steht in der Verantwortung von staatlichen Institutionen, Öffentlichkeit, aber vor allem von Vertretern der Zivilgesellschaft, hier jeden Tag aufs Neue alternative, gut recherchierte Gegenangebote zu machen.
Das Narrativ von Hass, Unterdrückung und Gewalt muss Tag für Tag entlarvt werden. Politische Bildung ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn sie vermittelt Werte, die Rechtspopulisten konsequent den Spiegel vorhalten. Also sind wir alle gefordert, kritisches, demokratisches Denken voranzubringen. Demokratie lebt von denen, die für sie und für ihre Werte streiten. Deshalb ist jeder gefordert, für diese Errungenschaften einzustehen. Das bringt auch eine hohe Verantwortung mit sich. Die RAA und das SPLC haben die Aufgabe, die Leute an diese Verantwortung für ein demokratisches Miteinander zu erinnern. Thanks a lot for the interview, Lisha. Vielen Dank für das Interview, Lisha. Es war uns echt eine Freude, dass Sie hier waren.